Benedikt Doll, im Schwarzwald geboren, auf Skiern aufgewachsen. Ich mache eigentlich Biathlon, seitdem ich denken kann, seitdem ich 7 bin. Meine Familie ist auch sehr Ausdauersport begeistert und so kam das eine zum anderen. Die Motivation für einen Ausdauersport kommt am ehesten über Medaillenerfolge. Also wenn man da Weltmeister wird, das ist so ein tolles Erlebnis. Von dieser Motivation kann man, würde ich sagen, fast ein Jahr oder 2 Jahre zehren. Sein erstes WM-Gold vergangenes Jahr in Hochfilzen. Doll, ein Perfektionist mit einer sehr praktischen Leidenschaft. Kochen würde ich nicht unbedingt als Hobby einordnen, das ist einfach lebensnotwendig natürlich. Für uns Sportler ist es elementar, dass wir was Gutes auf dem Tisch haben. Doch der Erfolgshunger bleibt. Benedikt Doll, ein Mann mit Sinn für den Genuss in allen Lebenslagen, selbst auf dem Weg nach Pyeongchang. Also wenn ich mir einen Drink bestelle, um ein bisschen die Nerven zu beruhigen, weil es am Flughafen vorneweg oft stressig ist, vor allem wenn wir unsere Waffen einchecken müssen, so einen schönen Gin Tonic zum Entspannen und zum Ankommen kann man schon mal trinken. Vor 4 Jahren habe ich noch nicht so die Chance gehabt, aber Sochi konnte ich mich nicht qualifizieren und jetzt sind es für mich die ersten Spiele, also wirklich ein Riesentraum geht in Erfüllung.